Heide Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei B3313. Die nächste Tür wird betreten und das nächste Level von Beta Lobby C. Es wird mal wieder heiß, ja lustig. Da hast du erstmal ein Tor, kann ich da rein? Geht's da weiter? Ja, geht es. Ist es noch der gleiche Level oder ist es ein neues Level? Oder ist es einfach nur ein anderer Abschnitt? Da oben ist ein Stern. Ich gehe wieder zurück. Ich kann auch wieder zurück. Sehr schön. Fangen wir erstmal draußen an und dann drin. Ein Pfeil deutet den Weg. Hallo, Silberstern. Musst du aufpassen bei den Kisten wegen den lila Münzen. Aber wir haben einen wunderschönen Surfpanzer. Eine Arena mit drei Gegnern. Diesmal drei Motos. Vielleicht muss ich die töten für einen Stern. Das ist ja Lethal Lavaland. Normalerweise die Arena mit den drei Bullies, die du töten musst für einen Stern. Und da hast du schon die fünf. Und da will mich der Blag bespucken mit seinem heißen Speichel. Stern! Willkommen in Blags Lava Realm, wo zwei Sterne zu holen gibt. Ja, okay. Das da ist ein eigenes Level, weiß ich Bescheid. Kannst ja ruhig machen. Kannst dir ruhig mal die Levelanzahl künstlich in die Höhe treiben. Muss ich denen folgen? Nee, eigentlich nicht. Ich muss ja einfach nur nach da oben. Und da kann ich da nach oben. Das ist so dunkel. Ist so dunkel, dieses Level. Und einmal so. Hallo, ihr Viecher. Ja, bespuckt mir doch. Ich fahre einfach an euch vorbei oder spring über euch hinweg. Und dann heißt schon den Stern. Ja, wollen wir mal hier einfach uns nach oben bewegen. Oder nicht? Wir könnten da lang. Wir können da wahrscheinlich auch lang. Aber erstmal, der einzige Weg ist da. Weiß ich Bescheid. Gibt es hier irgendwie vielleicht rote Münzen? Einen Gumba-Stapel gibt es. Ist hier irgendwie... Ist einfach nur Fläche. Hallo Gumba-Stapel. Ja, folgt mir in die Lava am besten. Dann stirbt er direkt der ganze Stapel. Kann sich nicht mehr regenerieren. Und nach oben. Ah, hallo. Feuerspiralen oder... wie heißt das Wort? Barrieren. Absperrungen. Balken. Und da musst du natürlich Wandsprünge hochmachen. Ah, okay. Wandsprung-Labyrinth. So ein bisschen. Aber auch nicht besonders doll. Schön, dass das so ein kleiner Zaun ist. Finde ich ganz nett. Was ist jetzt da noch weiter? Kann man einfach zwei Wege nehmen? Oder wie sieht's aus? Hätte ich auch einfach da, ich hätte... Ja, das hätte man sich aussuchen können. Weiß ich Bescheid, ist irgendwie unnötig. Das Level ist nicht allzu komplex an sich. Ist ein bisschen komplexer gemacht dadurch, aber unnötig wieder. Ist alles so unnötig. Warum bist du ein eigenes Level? Dann wieder nachgucken. Die Beta-Level ging ein Glück schnell. Nächste Tür oder drei und dann sind wir eigentlich schon im Beta-Lobby C fertig. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nichts ist hier. Dann gehen wir rüber zu D, weil ansonsten kann ich hier nichts mehr machen. Du. Weißt du, komische Geräusche. Nächste Tür, nochmal die drei. Aber die ist auch... Da ist doch ein Pfeil. Warum ist denn ein Pfeil, wenn es da nicht durchgeht? Das Spiel will mich mal wieder verarschen. Dann verarsch mich doch. Dann gehen wir zur nächsten Tür. Und... Also, die nächste 1. Wer bist du jetzt? Worms Fortress im Orange. Nein! Bob Oms Battlefield mit Worms. Von mir aus. Hatten wir schon Bombs Battlefield? Bob Oms Battlefield? Da ist eine rote Münze. Ja, die explodieren schnell. Wollte ich nur gucken, ob die schnell explodieren. Ist irgendwas im Wasser? Es ist auf jeden Fall mehr Wasser jetzt hier. In der Version. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht da fast ins Wasser fallen. Da war ich zu langsam. Musst du aufpassen, wenn du die tötest. Wegen den Ledermünzen. Gibt's jetzt hier mehr als rote Münzen? Oder wie sieht's aus? Ich sammle... Ah, wir können fliegen. Da kannst du ja hier schnell mal durchs Level fliegen letztendlich. Kannst du ja dann ewig rumfliegen. Hast du zwei. Ich war auch noch die drei.
ja, es halt, hier fehlen die ganzen Absperrungen, die Erhöhung ist halt alles ein bisschen anders. So bekannt, aber doch so ungewohnt. Rote Gumbas sind jetzt auch nicht so spannend. Da ist eine rote Münze nochmal. Also wird man meinen, es gibt rote Münzen und dann gibt es noch irgendwie einen anderen Stern. Vielleicht oben erreichen einfach. Hier ist auch nochmal eine Kanone. Habe ich unten irgendwas übersehen? Also, da ist nochmal, da ist auch Stern. Da. Ich dachte, das wäre jetzt eine Kanone. Aber nein, es ist ein Level. Es ist ein Loch, das einfach in irgendeinen Rutschen-Level führt. Oder wie sieht's aus? Ist ja schön, dass Level in Level und Level sind. Da fallen irgendwelche Bomben einfach runter. Haben wir jetzt auf jeden Fall irgendwie so eine Art Atlantis-Level? Ja. Ja, sprengt euch gegenseitig in die Luft und das ist schon wieder so eine komische Zacke. Ja, sprengt euch gegenseitig in die Luft von mir aus. Macht doch. Explodiert doch. Ah, nicht in mir. Ganz weit weg von mir, bitte, wenn. Da ist rote Münze. So, ihr spawnt ja immer wieder neu quasi und dann spawnt ihr in euch selbst und dann sprengt ihr euch selbst in die Luft. Ja, 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 ich verstehe schon. Ich verstehe. Ist sehr explosiv, dieses Level. Sehr explosiv. Oh, hier ist ein Pegel. Das wollte ich jetzt eigentlich weniger. Ja, das ist halt irgendwie Atlantis-Level. Nur halt anders. Es ist halt das System, diese Levels irgendwie immer was Bekanntes zu haben und dann wieder das Gleiche zu machen. Und es ruckelt, weil hier alles explodiert. Ich wollte jetzt da nicht blindlings runterfallen. Jetzt hätte ich doch gerne da Wasser gehabt. Ist mir die Zacke jetzt hier im Weg für Wandsprünge? Nö. Da ist eine rote Münze, da hast du da rote Münze. Wo ist die letzte? Ist die jetzt oben? War die jetzt oben? Das ist eine Röhre. Warum ist denn eine Röhre? Das fühlt sich irgendwie wie Bosskampf an. Bist du ein NPC? Du bist ein NPC. Die ganze Stadt ist verrückt geworden. Versuche das Dorf zu fluten und die Dorfbewohner abzukühlen. Kriege ich dafür was, wenn ich das mache? Erstmal will ich halt... Ich würde gern darauf. Ich würde gern darauf. Da musst du vernünftig treffen und nicht wegrutschen. Komische Schräge. Da bin ich etwas zu weit gesprungen. Mach dir nichts, kannst du wieder hochklettern. So, nimmst halt die Wand da zu Hilfe. Kannst du Wandsprünge machen. Wo ist die letzte rote Münze? Wo haben wir dich? Einmal sprellern. Propellern. Irgendwo habe ich jetzt wieder übersehen, wa? Ich will das jetzt nicht pegeln. Ich will einfach nur die letzte rote Münze haben. Da ist ein Stern, lass mich raten. Ja, den will ich jetzt nicht einsammeln, weil das wäre kontraproduktiv. Das wäre super kontraproduktiv. Wenn wir jetzt... Ich muss doch rote Münze wieder finden! Nervt mich wieder. Lass mich raten, du bist hier drunter. Die letzte rote Münze. Vielleicht. Obwohl... ich kann ja mal schmulen. Funktioniert das so? Kann ich... Nee, kann ich nicht. Muss ich mal kurz erhöhen. Ja, ja, ja. Explodiert um mich herum. So, gepegelt. So, Brett, hast die komische letzte rote Münze hier versteckt. Wo ist die zur Hölle? Och nee, kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist doch nicht groß hier. Wie kann ich jetzt hier die rote Münze übersehen? Hier in der Ecke. Bist du hier in der Ecke? Natürlich bist du da in der Ecke. Natürlich. Ey, kannst du bitte das einsammeln? Das wäre zu gütig. Dankeschön. So, bitte lass mich... Netterweise gleich in Level drin. Das wäre doch ganz verzückend. Der kühlt euch nicht wirklich ab, wa? Ihr explodiert trotzdem unter Wasser. Danke, dass mich in Level lässt. Das finde ich ja nett. So, mit dir kann ich jetzt nicht mehr sprechen. Und was hat das jetzt gebracht? Außer, dass er jetzt darüber schwimmen kann. Und nicht springen muss. Ich kann jetzt dann den Stern einsammeln. Und dann werde ich raus teleportiert. Röhre! Ich muss dann auch in die Röhre! So doofe Röhre. Kannst nicht direkt drin landen. Na gut, wo führst du mich hin? Einfach wieder raus? Nein. In der Schneeversion. Seid ihr NPCs? Nein, ihr seid keine NPCs.
einer von euch. Mit denen kann man sprechen. Mit einem von euch kann man sprechen. Nee, okay, dann halt nicht. Wie sieht es mit dir aus? Kannst du ihn abfucken? Ja, okay, alles fein. Sind wir jetzt hier in der Winterversion? Ist ja ganz toll. Baum, ich will dich nicht. Ich will da die komische Flugkappe vielleicht ein bisschen rumfliegen. Okay, dann fliegst du hier so rum. Und glitzert's dabei. Hier rote Münze? Nee, das war keine rote Münze. War nur der Goomba. Das ist ein richtiger Vorhang jetzt. Statt die komischen Gitter. Ja, wenn ich so fliegen kann. Sagte er und ist nicht geflogen. Ich bin mal ein bisschen gründlicher beim Erkunden. Wie sieht es denn hier aus mit den komischen Teleporter? War der hier nicht? Ja, lass mir in Frieden. Also, die Flugkappe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Natürlich ist hier sehr viel nichts. Hier ist auch nichts. Der Kettenhund ist nicht da. Dann ist er halt nicht da, wenn er nicht da ist. Kann ja auch nichts für. Und ich wollte jetzt fliegen. Jetzt wollte ich fliegen. Weil wäre schneller jagen. Aber hier fliege ich jetzt einfach so an der Seite vorbei. Funktioniert nämlich. Das funktioniert nämlich und dann ist das auch. Also. Man fliegt dann trotzdem weiter. Aber man kann wahrscheinlich nicht mehr nach oben steigen. Mit der Flugkappe kann man ja endlos nach oben steigen. Ja, okay, dann laufe ich halt. Teleport, gibt's den? Nein, musste laufen. Da sagt das Spiel schon, kannst du auch fliegen. Wir haben dir die Flugkappe eben dafür. Wahrscheinlich ist da ein Stern auf der Insel. Darf ich jetzt hier zweimal hin? Und rüber geflogen. Und da ist ich krieg jetzt doppelt Schaden von den Münzen. Eine lila Münze macht jetzt zwei Schaden. Der lange Weg zurück. Flugkappe, ich will jetzt einfach nur nach oben fliegen. Gib her. Und dann wird nach oben geflogen. Also diese Insel hier ist verarsche. Dann ist das wahrscheinlich denn. Wer ist denn nochmal eine Röhre? Wenn ich wieder raus teleportiert. Kannst du mal laufen? Normal laufen, das wäre nett. Ich werde wieder raus teleportiert. Ich darf nochmal zum Level rennen, weil jetzt nochmal eine Röhre ist. Power Star. Boss. Du schon wieder! Wie hast du mich gefunden? Nicht zufrieden damit, mich von meinem Land zu vertreiben und mich zu einem Blindgänger zu machen? Kommst du den ganzen Weg hierher, um mich zu verspotten? Wenn du mich unbedingt sehen wolltest, hättest du einfach den Stern auswählen können. Aber du musstest mir den Tag verderben! Hast du irgendwo hier in diesem Schloss deinen Sinn für Ehre verloren? Ich schätze, ich werde einfach hierbleiben und das Bild meines Königreichs bewundern. Und jetzt verschwinde! Ist hier einfach nur der Stern? Muss ich ihn bekämpfen? Warum läuft eigentlich die Zeit? Was sind das komische weiße Pixel, der mich kurz irritiert? Ja, dann werde ich dich jetzt bekämpfen und dann kriege ich einen roten Ich habe zu lange gebraucht! Wie oft darf ich jetzt da hinrennen? Ich sammle jetzt zuerst hier die Sterne ein. Vielleicht wäre ich ja irgendwie, wenn ich den Stern auf dem Berg einsammle, zum nächsten Level teleportiert. Das wäre irgendwie sinnig, wenn ich das so mache, wenn das so wäre. Dann könnte ich mir die ganzen Hinlauf-Scheiß sparen. Das wäre ganz nett. Ein Leben bekommen! Ja, ich habe ja auch Leben verloren. Ist gar nicht so schlecht, denn da ein Leben zu bekommen. Herr mit der roten Münze. Darf nochmal die ganzen roten Münzen einsammeln. Und aus der 3... Und da hast du da, der 4. Dankeschön. Habe ich jetzt hier ihn auf dem Weg übersehen? Ich hoffe mal nicht. Ja, ich kann ja notfalls irgendwie hier mich rumschießen lassen mit der Kanone. Da kann ich rumfliegen. Da geht das ja auch schneller alles. Ja, natürlich ist da oben. Denn Gedöns. Hallo, Zacke. Ja. Was ist das hier? Ukraine?
Von mir aus. Und natürlich habe ich da die rote Münze übersehen. War hier nicht noch inne? Ja, explodiert. Da ist eine rote Münze. Schmeck dir mal kurz auf den Kopf. Dankeschön für die Weiterleitung. So, haben wir dich auch. Münze Nummer 7. Wirst du bewacht von den Kettenhund. Das wäre der Klassiker eigentlich von den Level. Beiß zu. Nee, aber es ist da in deiner Nähe gewesen. Okay, das 7. Und dann fliegen wir mal kurz da hoch zur Insel. Und diesmal werde ich da nicht sterben. Hermit, dankeschön. Muss ich da runterspringen? Will ich nochmal die Kiste öffnen? Hier ist auch nochmal ein Stern. Wo bin ich gerade gestorben? An was bin ich gerade gestorben? Ich bin doch gerade dran gestorben an irgendwas. Habe ich schon wieder vergessen. Dann darf ich jetzt nochmal auf die Insel fliegen. Darf ich da den Stern einsammeln? Dann darf ich mich nochmal auf den Berg schießen? Darf ich da den Stern einsammeln? Immer diese Wiederholungen. Hättest mich ruhig in Level lassen können wegen den roten Münzenstern. Ist immer so nervig. So, ganz fix da reingeflogen. Und wieder mal drüber hinaus über den Stern. Und dann wirst du wieder raus teleportiert. Oder ins nächste Level? Nein, ich werde raus teleportiert. So, liebste Röhre, wo führst du mich hin? Wieder ganz woanders hin. Jetzt ist der König da unten drin. Alles klar, so viele Level in ein Level. Ist ja auch irgendwie nett. Ich komme dann da raus. Bin ich hier gefangen? Nein. Da geht's raus. Oder nach oben zumindest. Und dann, wenn ich einen Stern einsammle, bin ich draußen. Muss da hier die Spirale hochlaufen. Was ist das hier? Dantes Inferno. Bin ich in den... Was waren das? 9 Kreise der Hölle? Da ist ein Stern hinter... Ja, Bombenclip mit den Bomben dürfte schwer sein. Ja, weil die so schnell explodieren. Ich kann den eh nicht. Ich kann eh nicht den Bombenclip. Das habe ich bisher nur einmal offiziell hingekriegt. Zu machen. Muss ich jetzt den ganzen Weg nach oben einfach latschen, um den Schalter zu drücken, damit das da aufgeht? Oder wie sieht's aus? Oder es wird immer schmaler, immer ganz schmal. Könntest vielleicht runterfallen, wenn du nicht aufpasst, aber passt ja vielleicht ein bisschen auf. Passt doch mal auf hier! Ich kann hier rauf. Und dann ist da ein Stern. Und dann ist da auch nochmal mehr. Ja. Dann hole ich dich zuerst. Und du teleportierst mich jetzt raus aus dem Level. Nicht in ein neues Level, bitte. Danke. Diesmal mag ich das, dass es so ist. Yay, ich darf nochmal den ganzen Weg nach oben. Da ist so unter dir irgendwie ein Weg, oder nicht? Ja. Also dürfte ich dich vielleicht auch nochmal zweimal bekämpfen? Man weiß es nicht, man wird es sehen. Erstmal wieder den ganzen Weg nach oben. Guck mal einer an. Musst du mal ein bisschen schmulen, da siehst du irgendwelche Wege hinter den Wänden. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Aha, aha, aha. Ist so interessant, finde ich. Finde ich sehr interessant. Einfach jetzt den Weg da folgen. Und dann könnte ich da auf der Plattform... Da musst du rüberpropellern, wa? Dann werde ich da mal rüberpropellern. Und dann habe ich danach wieder nach oben. So, rüberpropellert. Da hast du Klettern. Hast du Stangen quasi. Ja, sind ein bisschen dick. Hättest mal nicht so dick auftragen brauchen. Ich könnte auch jetzt dahin. Also, alles klar, ich hätte auch von hier aus denn dahin gekonnt. Weiß Bescheid. Ein bisschen tiefer, nicht zu tief, weil du willst ja nicht runterfallen. Und Knopf gedrückt. Jetzt nur die Frage. Welche Tore sind jetzt alle offen? Vielleicht ist ja das Tor für ihn da unten offen irgendwie. Autsch. Dachte, es würde jetzt wehtun. Also, natürlich ist das da offen. Es interessiert mich, ob da irgendwas offen ist. Nö. Da vielleicht eine Verschwindekappe. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Verschwindekappe. Und zweiter Stern von 3. Was? Was jetzt passiert? Warum ist die Textur da kaputt? Hier.
Ich wollte mich jetzt nicht teleportieren. Wo sind wir? Bei B. Jetzt sind wir bei B. Wenn wir ja schon mal bei B sind, dann kann ich ja kurz mal hier den Stern jetzt holen. Den können wir jetzt hier holen. In Worms Festung oder so war das. In groß! Und hier ist ein Stern, der erscheint erst bei 120 Sternen. Wenn ich schon mal hier auszusehen bin, dann kann ich das ja mal machen kurz. Da musst du aber fliegen. Ah, da hinten ist die Insel. Alles klar, weiß ich Bescheid. Eigentlich sollte es so ein Stern sein, der erst aktiv ist, wenn man in Akt 1 ist, aber der ist halt aktiv, wenn... Moment, Teleporter? Wahrscheinlich einfach nur, um von der Insel runterzukommen. Also der Stern ist normalerweise, sollte eigentlich normalerweise nur aktiv sein, wenn Akt 1 aktiv ist. Aber 120 Sterne schaltet diesen Stern frei. Und haben wir wunderbar, teleportiere mich wieder raus, mach wieder alles normal. Also wir sind ja eh in einer anderen Lobby, jetzt muss ich wieder zu C zurück. Und ab durchs Höhlensystem. Wird das jetzt hier ein Rutschenlevel oder was? Ja, das sei mal ganz oben klettern, um dann runterrutschen zu dürfen. Und dann landest du irgendwann mal ganz unten. Bin ich ganz unten? Ich glaube schon. Und da ist denn der gekrönte Typ. Guten Tag. Ich bin der Prinz Bob Omb, der zukünftige Herr aller Sprengmaterien. Sehr mutig von dir, meine Festung zu betreten. So herzereißend. Wenn du meinen Stern willst, musst du dich im Kampf beweisen. Dann lass ich mal kurz mich im Kampf prüfen. Oh, du bist aber schnell. Ja, wegen den roten Sternen. Wie kriege ich dich am schnellsten? Und wie oft muss ich die jetzt schmeißen? Also, wegen den roten Sternen dürfte er jetzt auch mehr Leben haben. Die Kamera finde ich gerade scheiße. Kamera, du nervst mich gerade. Ja, ich darf auch nicht zu schnell sein. Ansonsten kann ich nicht vernünftig mich drehen. Ugh. Kamera, spielt nicht mit. Oh oh, da schmeißt du mich. Er kann mich zwar nirgendwo runterschmeißen, aber er kann mich im Ernstfall durch die Wand schmeißen. Das sollte ich doch unterlassen, dass er das kann. Ich müsste ihn auch mal schmeißen dürfen. Ein Glück hat nur 6 rote Sterne. Ich will nicht wissen, wie schnell der ist, wenn ich noch mehr rote Sterne hätte. Weil du musst doch erstmal da irgendwas machen können. Hätte ich den früher bekämpfen müssen oder was, damit es realistisch ist, den zu besiegen. Ey! Boah! Dachte kurz, der Stun lockt mich da jetzt einfach. Konzentration? 1 habe ich, 1. Wunderbar. Und da bin ich zu spät gesprungen. Schmeiß mich. Okay, okay. Kannst du dich bitte normal bewegen? Das wäre ganz nett. Nein, ich bin direkt in seine Hände gesprungen. Und nochmal, so gedreht, so Kamera. Ja, hätte er mich fast. Was ein Tanz hier! Du gehst mir auf den... Da fängt er mich einfach. What the fuck, what? Ey, das ist fies! Hat er mich ein Glück einfach fallen gelassen? Ich müsste mich auch irgendwie positionieren können, so dass ich auch fangen kann danach. Okay, das ist, war 2, wa? Man dreht sich so oft hier im Kreis, dass man schnell vergisst, wo man war. Und der 3, bist du tot? Nein, natürlich nicht. Wie oft muss ich dich treffen? 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal? Wäre schön für jeden Stern jetzt, für jeden roten Stern 3-mal treffen. 12-mal treffen wäre jetzt echt übel.
Oder 12-mal schmeißen. So, Nummer 4. Lebt immer noch. Natürlich lebt er noch. Ich hätte gern, dass er in der andere Richtung. Dass er da. Und der 5. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und der 6. Ich jetzt. Und der 7. Ich jetzt. Und der 8. Ich glaube, ich hab's raus. Dein Ernst? Und der 9? Also jetzt glaube ich wirklich, ich muss 12-mal treffen. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? What the fuck? Fuck, jetzt bin ich raus. Stirb! Es kann nicht. What the fuck? Oh, das tut weh. Du bist wirklich stark, auch wenn du nicht so schnell bist. Ich wünschte, meine Truppen wären mehr wie du. Nun ja, hier ist der Stern, wie versprochen. Und er ist gelb. Ich habe jetzt mit einem roten Stern gerechnet. Er war ein bisschen übertrieben mit dem Leben, das er hatte. So, flieg jetzt in den Stern rein oder in die Röhre. Also der Stern hat mich ja nochmal zum Bob-Om-König da gebracht. Würde die Röhre mich da auch hinführen? Man weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. So, nochmal, komische König, da bin ich nochmal, diesmal muss ich mich aber beeilen. Guten Tag, darf ich ihn nochmal bekämpfen oder so? Nee, du bist ein NPC. Ich kann dich gar nicht fangen. Ich spreche dich einfach nur nochmal an. Zeit, ich habe doch gar keine Zeit. Muss ich jetzt hier einen Stern drin finden? The fuck? Sag bloß, du bist ein Creepypasta-Level quasi. Ein Level, wo du einfach nur drin sterben wirst, musst. Toll. Muss das sein? Muss das sein? Ich darf da nochmal hinrennen. So, doofe Röhre. Wie, du führst mich jetzt einfach nochmal dahin. Nein, es ist ein neues Level. Mit einem Leuchtturm, der schwarzes Licht ausstößt. Scheint. Darf ich ins Wasser? Irgendwie wirkt das so, als ob ich nicht ins Wasser darf. Ist eine schöne Strömung, würde ich meinen. Ich werde mal rüber propellern einfach. Vielleicht ist das ganz gut, da einfach mal rüber zu propellern. Ah, das ist auch nochmal Bob Oms Battlefield. Nur ist das ganze Eis geschmolzen. Und jetzt ist da halt ein Leuchtturm. Und der Kettenhund ist ersoffen. Aha. Das ist ja auch nett. Kann ich auf dir landen? Ich will nicht im Wasser landen. Lass mich das Schwarze in dein Auge sein. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich muss ich einfach schwimmen. Aber ein bisschen rutschig ist er. Aber vielleicht sollte ich das auch einfach mal unterlassen. Machen wir mal hier Hardcore-Level draus. Ein Kaizo-Level draus gemacht. Nein, das ist normaler Boden. Das ist kein Treibsand.
Dachte kurz, es wäre irgendwie Treibsand tödlicher. Ich sehe so gut wie nichts, weil ich hier angestrahlt werde und das Level so dunkel ist. Ich spiele auch quasi gerade in Nachtmodus. Kannst du bitte wieder da raus? Ich wollte gucken, ob man jetzt wieder in einem neuen Level landet in diesem Loch. Hätte mich jetzt nicht überrascht, tatsächlich, wenn ich da jetzt auch nochmal in einem neuen Level gelandet wäre. Ein komischer Strahl. Einmal über das Wasser springen. Ja, nochmal ein Loch mit Kanone, wo keine Kanone mehr drin ist. Fächer rein, passiert da was drin? Musste er gucken? Musste alles gucken. Es passiert nichts. Kannst du mal wieder heller werden? Hast du Leuchtturm? Ist trotzdem dunkel. Eingang? Ja, das ist ein Eingang. Draußen ist nichts weiter. Kann ich irgendwie so außen nach oben? Ey, der ist hier farbig. Du Teil kann auch von unten ja nicht so gesehen, dass der tatsächlich Farbe hat. Aber da ist soweit nichts drumherum. Musste tatsächlich rein in der Leuchtturm. Dann geht hier ein Licht auf, wahrscheinlich. Ja, Treppe hoch. Ominös, ominös. Natürlich ist es so eine Treppe, wo du hochspringen musst. Ja, es ist... Und die Treppenstufen sind ein bisschen nass. Könntest du wegrutschen. Es ist ja schön, dass hier die Treppe so toll ist. Also richtig toll ist die Treppe. Mir fehlt richtig toll, dass die Treppe so toll ist. Versteht er, wie... Hab ich da eine rote... Nee, das ist die rote... Ich sehe nichts. Ich dachte, wir wären gerade runtergefallen. Ich dachte kurz wie ein Pegel. Da ist ein Tisch. Ich sehe nix. Muss da außen nochmal lang. Ich sehe nix. Wirst du kurz mal hier kurz blind, weil. Warum ist jetzt hier ein Schalter? Weil ich den Schalter hoch muss. Ist hier sonst was? Ich guck mal kurz, ob hier sonst was ist und dann drücke ich wieder neu den Schalter, damit ich mehr Zeit habe, um da hochzukommen. Ja, das ist ja ewig Zeit, weil es ganz kurz ist. Ist ganz Jurz ist das. Und dann... Ist ja doch gelb, das Licht. Das sah aber nicht so aus. 134. Ich lande wieder. Bin ich? Ich bin in einem neuen Level. Von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Oh, was wartet? Materia oder wer wartet? Drecks-Song. Schön. Wo bin ich hier? Hi, Kettenhund. Das ist ein Loch hinter den Dings. Bum, bum. Ich sammle da den Stern ein. Und dann hätte er mich fast gebissen. Darf ich da jetzt wieder hinrennen? Darf ich da jetzt wieder hinrennen? Ich hoffe mal, ich komme zu dem Level auf eine andere Weise, weil ich habe keinen Bock jetzt nochmal hinzurennen. Die ganzen Leuchtturm hoch und nochmal zum Winter... Nee. Den ganzen Weg renne ich jetzt nicht nochmal. Raus hier! Erstmal wieder zu Lobby D gelangen. Zu Beta Lobby D. So, und das ist die letzte Tür hier denn. Und ich habe das Gefühl, wir waren da schon mal drin, weil das eine Winterlevel mit dem Winterlevel verbunden war. Ja, okay, was könnte ich jetzt noch machen? Wir könnten einen grünen Stern einsammeln. Das ist B. Ich will zu A. Das ist E. Führt mich E da auch hin, ist die Frage. Wo führst du mich hin? Führst mich auch bitte in den Courtyard? Es sieht so aus, das finde ich gut. Und dann springst du da kurz rein. Und dann dürfte es jetzt hier einen grünen Stern geben. Nicht da. Ist der jetzt was drin? Nein. Wo war der? Ich glaube, ich musste noch ein bisschen tiefer rein. Ins komische Labyrinth. Nicht allzu tief war das. Das war jetzt hier so rechts. Ich glaube, hier dürfte ein grüner Stern sein. Genau.
Unser erster grüner Stern. Ja, okay. 136, dann könnten wir noch zu... Wo? Bin ich immer noch... Warum? Warum hat es mich teleportiert? Dann könnten wir nochmal zu den Haus von den Brüdern. Ich muss dafür aber Tagmodus aktivieren. Und da könnten wir dann auch nochmal einen Stern abgreifen. Will ich mir das schwer machen und da hochklettern? Oder mag ich es mir einfach, indem ich da einfach hochfliege? Weil das ist jetzt eigentlich die rote Kiste hinter dem Fenster. Hat man ja eigentlich in der ersten Folge gesehen. Bei dem komischen Grafikbug, den wir hatten. Das war das Fenster wahrscheinlich. Oder ich bin zu doof zum Treffen? Ich bin zu... Müsste nicht hier irgendwie was sein? Oder bin ich doof? Da ist doch was! Der ist doch! Spring doch da rein, Junge! Und mach auf! Ich könnte auch auf die Weise... Kannst du mal dich da kurz umgucken? Und auf die Weise könnte ich eigentlich auch aufs Dach fliegen. Müsste nicht der Yoshi da unten sein? Nee, der ist jetzt hier oben. Warum bist du hier oben? Was machst du hier oben? Du solltest nach der Prinzessin suchen. Nee, erstmal will ich jetzt nach Hause quasi. Einmal kurz darüber geflogen. Man kann da auch einfach sich hintreten. Nee, ich will nicht den ganzen Weg nach unten. Ey, hätte ich das schneller gepeilt, hätten wir jetzt schon ein Haus drinne. So, und dann dürfte in der Kiste halt gelesen. Ist der Stern. So, 137. Und du portest mich auch wieder woanders hin. Ich bin aber immer noch im Haus. Und hier machen wir dann auch das Licht aus. Und legen uns mal hin. Das war's für diese Folge Super Mario 64 B3313 mit mir, den Lars. Lasst gerne Kommentare und Bewertungen da. Ist gut für die Moral. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt bunt. Macht euren bunten. Gute Nacht.